und schlag den Sack, wir singen das Ameisenlied. Bis jetzt hat alles gut geklappt, ihr seht ja, wie's geschieht. Wir können noch viel helfen, brauchen aber Gift für 10. Oh, zu, schwingt die Echte, wenn ihr was vom Handwerk versteht. Nun nehmt die Axt und schlag den Sack und heute feiern wir. Den Bund, den Gott gegeben hat, denn darum sind wir hier. Er kennt den Weg, sein Plan ist klar und er bestimmt das Ziel. Hör zu, schwingt die Äxte, den Arbeit gibt's noch viel. Ja, man musste nicht wenige Bäume fällen. Die Leute, die immer zuschauten, fanden, dass Noah und seine drei Söhne sich immer merkwürdiger verhielten. Sie meinten, dass Noah schon immer komisch war, aber jetzt ging es zu weit. Alle redeten über Noah, wenn sie sich miteinander trafen. Sag mal, sind dir Noah und seine Söhne aufgefallen? Sie arbeiten den ganzen Tag und stellen eine Menge Bretter her, die sie dort oben auf dem Berg lagen. Ja, das habe ich gesehen. Widerspricht ja zurzeit darüber. Ich frage mich, was er nur vorhat, dort zu bauen. Es muss auf jeden Fall ein riesengroßes Bauwerk werden, denn sie haben schon seit mehreren Jahren die Bretter dort gesammelt. Ich kann einfach nicht verstehen, was sie da oben bauen. Ich habe ein seltsames Gerücht gehört. Wo? Was denn? Ja, jemand hat mir erzählt, dass er vorhat, ein Boot zu bauen. Was? Ein Boot? Ja, wirklich ein Boot. Nein, das kann ja nicht der Fall sein. Das ist ja total lächerlich. Nein, Noah war schon immer etwas Besonderes. Er war noch nie unser Typ, aber mitten auf dem Land ein Boot zu bauen, viele Kilometer vom Meer entfernt, nein, so verrückt kann der Mann nicht sein. Als sie begriffen, dass das Gerücht Wahrheit war, lachten sie noch mehr. Bald kam der Tag, an dem alle Bretter fertig waren und Noah und seine Söhne mit dem Bauen anfangen konnten. Durch die Trauer gehen. Hier sind wir,
jetzt hatte Gott eigentlich alles, was er brauchte. Er hatte Menschen, die willig waren zu hören, was er sagte und seinen Willen zu tun. Noah, Sem, Ham und Japhet hatten, was sie brauchten, um den Bau des Bootes auszuführen. Die anderen Menschen machten weiter. Sie haben gestohlen und sich miteinander geschlagen. Nun aber war für Noah die Zeit gekommen, wirklich anzufangen mit dem Hämmern. Siehst du, hab ich dir nicht gesagt? Es ist tatsächlich ein Boot. Nein, das ist ja verrückt. Verrückt? Der ist ja total übergeschnappt. Noah und seine Familie aber setzten die Arbeit fort. Bald konnte jeder, der vorüberging, erkennen, dass dies das größte Boot aller Zeiten werden würde. Nein, jetzt müsst ihr Hammer und Säge liegen lassen und hierher kommen, um mir zu helfen, diesen Balken zu befestigen. Fasst mit an, Jungs. Hau ruck! Hau ruck! Fasst an! Wie Gott es gesagt hatte. Dann sprach Gott der Herr zu Noah. Gehe in die Arche, du und deine ganze Familie. Nimm ein Paar jeder Tierart mit in die Arche. Ein männliches Tier und ein weibliches Tier, damit die Tierarten auf der Erde erhalten bleiben. Denn in 7 Tagen will ich es auf der Erde regnen lassen, für 40 Tage und 40 Nächte. Noah, Sem, Ham und Japhet und ihre Frauen gingen in die Arche hinein. Noah war sehr gespannt, ob alle Tiere den Weg zur Arche finden würden und ob die Tür groß genug war für die größten Tiere. Jetzt kommen Sie! Es war Sem, der gerufen hatte, als er den anderen entgegenlief. Die Tiere sind auf dem Weg zur Arche, 2 und 2! Und alle sind verschieden. Hier kommt der Elefant. Ich bin so grau und schwer. Ich bin das größte Tier der Welt und trotte so daher. Schau meine großen Ohren, sie flattern hin und her. Mit meinem langen Rüssel trompete ich ganz sehr. Zu Noahs Boot gehen wir,
gingen. Diejenigen, die vorher gelacht hatten, lachten nun nicht mehr. Alles war so seltsam. Und jetzt spottete niemand mehr über Noah. Was ist das für ein schrecklicher Regen? In meinem ganzen Leben habe ich ja so etwas noch nie gesehen und erlebt. Naja, fragt mit Fassung, das geht ja auch vorüber. Ich frage mich, ob Noah doch recht hatte. Vielleicht hat Gott wirklich zu Noah gesprochen, das war nicht nur ein Hirngespinst. Nein, schau.